So, da sind wir wieder. Der Roland und ich und ihr. Ja, grüß Gott, liebe Leute. Danke für eure Kommentare und eure löblichen Kommentare natürlich auch. Ich habe also hier den heiligen Hammer hier, der sich wirklich gut in der Hand führen lässt. Das ist wirklich klasse. Ja, und damit werden wir erstmal hier auf Adarmos mal... da hinten ist ja schon so ein Scherge. So ein unbezwingbaren, bösen Golem, magischen Golem, mal die Oma hauen. Aber das ist lustig. Ich hau einmal zu, der natzt mich noch. Ein Schlag, das ist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr übler Geselle. Oder sind sehr üble Gesellen nicht mehr aufgefallen. Weil ich haue zu, der schlägt sofort zu und ich bin hin. Nicht ganz hin. Da müsste ich irgendwie noch so einen Timing-Trick herauskriegen, aber... stopp mal, Schnapperkraut hier. Super, okay. Kann es sein, dass es hier noch mehr gibt? Irgendwelchen Kräuter? Im Kräutergarten gehen wir mal auf die andere Seite. Okay, hier ist nichts. Weiß jetzt auch nicht, ob hier neue Kräuter gelootet worden sind oder ob ich die vergessen hatte damals, wo ich es... ersten Male hier oder das erste Mal hier auf dieser Insel war. Hier geht es nochmal oben hoch. Ach ja, richtig. Aber hier verbirgt sich ja hier auch noch was drin. Nee, das ist nur eine Unterkunft und eine Kiste, die nicht beschriftet ist, die wir auch nicht abholen können. Ja, dann gucken wir doch mal nach oben. Da kann man nämlich hochgehen. Ich glaube, da ist eine Leiter. Ja. Und na, da oben geht es ja wohl nicht weiter. Also nehmen wir die Leiter. So macht das Spaß, finde ich. Aber wenn es neue Aufgaben gibt, neue Quests. Also vom Balancing her auch wunderbar. Soll ein bisschen Achterbahn sein. Ne? Erstmal so ein bisschen hier voll die Aufgaben erledigen. Ein bisschen was Neues. Und dann... ich weiß, dass ich... Ich soll mal einen Satz zu Ende reden. Ja, und dann gibt es ein bisschen was anderes. Also ein bisschen so Flaute im Spiel. Aha. Ich kann mich erinnern, ich habe die alle damals gelootet. Das wusste ich. Das weiß ich noch, diese ganzen Blauflieder. Also, bups. Achso, das war die Leiterbezeichnung, oder? Nein, hier war was. Habe ich jetzt wieder was falsch gesehen? Nee. Okay, also wieder die Leiter runter. Wenn ich jetzt hier... okay, mit der Taste nach unten gedrückt halten, dann bleibt er auch so. Okay, gut. Lutsch. Okay, alles gut. Hier gibt es auch noch irgendwie eine Stelle. Ja, Heilpflänzle. Noch ein Heilpflänzle. Oh nee, das kann ich noch nicht verstehen hier. Okay. Gehen wir mal weiter. Also werden wir das Ding mal hier von hinten aufräumen. Das heißt also... Ach du liebes Bisschen! Der stand da am Fuße dieses Abgangs. Gemein. Echt gemein. Okay, aber gerade eben noch so überrascht, ich habe nichts abgekriegt. Ich möchte mal wissen, passiert mal. Ich möchte mal wissen, wie viele Golemsis da so noch versteckt sind auf... komm, gehen wir mal rüber hier. So, das ist nur so ein ulkiger Söldner. Jep. Kayo. Mit dem haben wir eigentlich alles geklärt, was er jetzt vorhat. Hatten wir ja schon in der Vorfolge gesehen. So, ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir in die Richtung wieder weiter. Ja, entschuldigt bitte, manchmal verfalle ich hier in einigen Akzents. Ah, da oben ist einer, sehe ich gerade von hier aus. Oh, der kommt doch gleich. Okay. Haben wir denn die... Na?
hängen geblieben. Warge. Kann man die Warge denn gut wegwagen mit dem Hammer hier, mit dem... Mal gucken. Schwarzer Wolf, Warge. Ach, die knabbern mich ein bisschen an. So. Oh, Leute. Ich würde mal sagen, das Ding ist gar nicht mal so unschlecht, obwohl man gar nicht weiß, wie viele Kraftgeschichten da hinstehen. Aber ich weiß, ich komme noch irgendwie von der anderen Seite hier noch ran. Muss ja nicht unbedingt... Ach ja, Moment mal, da ist ja... Ja, da war doch was. Deswegen gucken wir mal eben schnell hier drüber, ob es... mehr Leute gibt's. Mal gucken, was können wir denn hier... Ach komm, wir werden mal... Fängst du mal auch das... Stopp, nee, das war der falsche. Sorry, liebe Leute. So, und zwar wollte ich hier dich neu... bestücken. Okay. Tollwütiger Wolf, gut. Gucken, was machen wir denn hier? Toll wütende Feldräuber. Tollwütiger Wolf. Ach, wie schnell die dann da wieder umfallen tun. Ach so, ich habe ja noch hier einen treuen Zuschauer, der ab und zu mal was schreibt. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ich glaube, sein Name fängt mit W an. Und der findet ja meine Dialekte ja so geil. Vor allem der Eiflaner Dialekt. Oi, guck es low. Ja, das geht aber nur, wenn ich wirklich Laune und Bock dazu habe. Mein Gott, die Waldbeeren, die will ich da auch noch haben. Manchmal bin ich so ein bisschen im süddeutschen Bereich zu hören. Ja, schau mal, da hinten sind's Ratzen. Ratzen. Starke Riesenratzen. Die werden hier von einem Wolf auch noch angefallen. Dieser blöde Kaludrigkeit hier. Nimmt mir die XPs weg. Gut, dann als nächstes die große, große Giftfliege. Da hinten noch eine große Giftfliege. Haha. Ich bin ja eine Stufe gestiegen. Wir haben jetzt 43 Lernpunkte. Ich werde noch mal eben kurz durchlooten hier. Okay, haben wir nichts hier? Habe ich schon genommen? Ah, noch ein geiler Keile. So, dele. Wusch. Wollte ich auch mal irgendwann mal abspeichern. So. Ach so, im Augenwinkel sehe ich manchmal, dass ich noch den Rest der Loot-Aufzählung auf der linken Seite sehe. Mich dann hier wieder auf dem Weg konzentrieren und ich denke, ich hätte irgendwas verpasst. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert. Auch alles eine Gewöhnungssache. So. So, da hinten ist doch wieder was, ne? Jedenfalls ist da was. Goblinkrieger. Naja, dann speichern wir mal ab. Okidoki. Gucken. Ah. Die haben wir gut, ey. Ah, 3, 4, 5, 8. Komm mir nicht zu nah. Sonst würde ich auf dich. Ist denn irgendwas? Nee, auch nix. Kein Pilzchen hier. Schade, kein Pilzle. Hier ist was, hier ist was, da ist was, da ist was. Da war doch hier dieser eine Heinz mal früher drin. Genau. Ja, genau, Alvarez. Alvarez hat nur eine Alvarez-alte Münze. Hier ruht der letzte Großbohr von Adarmos. Nix zu hacken. Und hier ist auch nichts zu holen. Da, da, da. Jetzt habe ich diesen Urwurm von Petula Clark im Kopf. Warum nur? Downtown. Okay, hier geht's nicht weiter.
Das freut mich natürlich hier. So, gehen wir mal hier wieder ein bisschen runter. Gucken wir da hinten in die Ecke rein. Da, wo das Jägerlager ist. Also so ein Jägerchen hat da mal gewohnt. Rabenkraut, oh mein Gott. Rabenkraut, das ist doch wofür nochmal gut gewesen. Das kann man sich gar nicht merken. Seidmann hat eine Liste gemacht, auf der das steht. Oh, yep. Waldbärchen, nicht zu verachten. Nasse Tierhaut trocknen. Ich glaube, ich habe noch eine nasse Tierhaut. Aufhängen. Nasse Tierhaut trocknen. Fell in Leder verarbeitet. Mal gucken, ob ich noch welche habe. Weil... Nee, ich weiß noch aus meinem Inventar auswendig, dass ich nur eins hatte. Tja, Herr... Steinwurzel. Ach, wie hieß er denn nochmal? Baromir, ja. Einmal Fleisch kaufen, 3 Gold. Zeig mir den Umgang mit dem Bogen, zeig mir, wie man jagt. Der wird dann natürlich sagen, du kannst schon alles. Wetten? Ich kann dir nichts mehr beibringen, du bist schon zu gut. Tja, beeindruckend. Dann schaue ich mal, ob ich ein bisschen was gerben kann. Wildschweinfell säubern. Weil, ne, lieber mal was machen, um später mal, Tierfälle gehen auch. Um später mal Rüstung zu verstärken, hätte ich mal beinahe gesagt, okay. So, das wird's mal sein, damit ich das mal, 50 Stücke Flash für Suppeneinlage ist immer klasse. Bam, 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 bam. So, und dann werde ich mal hier die gegerbten Geschichten mal aufhängen im Off. So, wunderbar gemacht. Man konnte auch mehrere trocknen. Oh yeah, ich wusste, hier gibt es doch wieder was Leckeres zu holen. Was kann man denn hier noch holen? Bei Baromir? Nicht. Okay. Ah, ich muss mal wieder einen Kochtopf finden. Später, später, später. Okidoki. Aha. Guck mal hier, was gibt es hier? Ich glaube, hier kann man nicht hoch, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier irgendwo mal hochgekommen wäre. Oder? Da ist Vegetation. Doch, geht. Und man hört schon wieder was. Ich glaube, ich muss von der anderen Seite hoch. Na, hier geht's doch. Richtig. Ach, da unten ist er. Ah, Mist, nicht F2. Ne, nicht auf den Felsen schießen hier. Der bleibt hängen. Okay. Ich muss unbedingt mal wieder speichern. Denn wenn das so smooth läuft, dann vergisst man meistens zu speichern. Also. So, kann man mal eine Obbe. Hallo Leute, heute gucken wir mal, dass wir hier ein paar tollwütige Wölfe mal kaputt feilen können. Da sind ja sehr viele sogar hier oben. Gut. Gucken, kommen noch mehr. Nein, kommen nicht mehr Wölfe. Dann gucken wir mal hier weiter. Super. Ich hatte ja mal in der Eifel gewohnt, aber ganz zu Anfangs. Also in meiner Kindheit, in den Ende der 60er, Anfang der 70er. Bis Mitte der 70er, so. Was, Ende der 60er? Wie alt ist der denn? Ja, ich bin ein bisschen älter. Habe aber noch mein Alter noch gar nicht verraten, glaube ich. Ne? Das werde ich auch nicht machen. Aber man kann ja halt eben ein bisschen rechnen. Bin Ende der 60er geboren, muss man so sagen. So, hier geht es ja weiter runter. Schauen wir mal, ob es da Kräuterzeugs gibt. Okay. Ja, die habe ich ja doch. Aber die Dings habe ich noch nicht. Die fliegen. Die auf der anderen Seite sind. Wobei ich hier rumkommen könnte. Nee, auch nicht. Ach, jetzt hat es wieder vertrackt. Ach, ist das wieder vertrackt. Überspringen? Soll ich das mal riskieren? Speichere ich mal.
Das ist ja tiefer gelegen. Ne, ich glaube, schaffe ich nicht. Das ist mir ein bisschen. Ah. Ja, siehst du, schaffe ich nicht. Sub. Ja, ein bisschen haben wir uns verletzt, aber kein Probleme. Keine Probleme. Warum machst du das? Du kommst doch so auch hin. Ja, ich bin halt ein bisschen risikobewusster, ne? Öfter mal was Mora. Öfter was wagen, meine ich. Hm. Oh, ich höre mal wieder was. Wahrscheinlich sind sie da unten irgendwo. Okay, weil hier rührt sich nicht. Und hier am... Oh, ach ja, hier war ja so ein kleines Ork-Camp. Eine Ork-Wache. Lalalalala. Okay. Gut, doch, das haben wir jetzt geholt. Ach, da bist du. Da bist du. Noch ein Trollwütiger. Was? Ein Tollwütiger, nicht Trollwütig. Tollwütig. Ah, ich glaube, ich muss mir meine Quick-Loot-Taste mal ein bisschen... Okay, da gehe ich gleich lang. Neu belegen, weil ich muss immer hier einen großen Arm ausholen, um dann die dann zu betätigen. Die habe ich jetzt hier unter meiner Escape-Taste. Nee, nicht Escape. Hier war doch noch was. Wo ist denn die? Ach, Q. Unter Q habe ich die gelegt. Q. Daniel. Wie komme ich jetzt auf Daniel? Weil es gibt eine Star Trek Serie. Next Generation. Und da kommt dann immer der Typ, der nennt sich Q. Der kommt aus dem Kontinuum. Und kann sozusagen das ganze Kontinuum wir haben wieder einen Golem beeinflussen und die Leute irgendwo hin teleportieren. Von Welt zu Galaxie, herrlich. Ich werde mal speichern. So, wie komme ich denn auf Daniel? Ja, weil es gibt so eine saarländische Gruppe. Okay. Er konnte aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Okay. Es gibt so eine saarländische Gruppe, die haben so ein paar Szenen aus dieser Star Trek Next Generation mit ihrem Dialekt vertont. So Captain Picard und Geordi. Und natürlich auch den Q. Den haben sie da in ihrer Synchronfassung, haben die den Daniel genannt. Und dann haben den immer so ein bisschen als homosexuell dargestellt. Also sinnlos im Weltraum kann ich euch empfehlen, falls ihr Trekkie-Fans seid und ein bisschen auf Satire und Parodie steht. Da gibt es zwei DVDs von. Herrlich, einfach herrlich. Und teilweise ein paar Morascheuche. Kann man die anbeten oder was? Beeindruckt mich nicht. Ach ja. Also zwei DVDs und die kann man sich auch, glaube ich, noch runterladen. Aber das war vor 10, 15 Jahren oder so. Die waren auch mal im Radio. Die wurden so bekannt. Das war. Oh, was haben wir denn jetzt zu hören? Ah, geile. Keila. Und sogar wilde Keila. Wunderbar. Ach, ein Wildschwan. Genau, das ist richtig für Fälle, soweit ich das noch im Koppe habe. Ach, es dämmert wieder. So, jetzt sind wir wieder an der Stelle hier. Das dürfte ein Baumstamminger sein. Nee, doch nicht. Das ist. Ja, ich sollte mal eine Nacht nächtigen, würde ich sagen. Genau, jetzt sind wir einmal rum. Und damit ich wieder was erkennen kann, trotz Brille, werde ich mir mal meinen Artefakte-Schlafsack rausholen. Und, ja, machen wir mal bis zum nächsten Morgen oder so. Ja, ausruhen. So, nein, nicht Nickerchen machen! Ich bin echt verwöhnt, was die Menüführung angeht. Aus anderen Spielen. Ich wollte doch bis zum nächsten Morgen. Da ist es.
Es ist natürlich ein Unterschied zwischen Schlafsack und Bett. Bett ist bequemer. Der Schlafsack ist anders. Okay, habe ich hier noch eine Ecke vergessen? Ja. Und es gibt auch noch eine Höhle, meine ich. Waldbären. Nee, es war keine Höhle, das ist irgendwo mehr. Kann ich das aufhacken? Nein, trotzdem sehr verdächtig. Ja, Hallöchen, Cavallo. Cavallo, Cavallo. Und sonst? Und sonst? Ach, hau doch ab. Ich habe genug zu tun mit den Wölfen. Und die Schafe wollen auch ziemlich oft weglaufen. Die Wölfe habe ich dir doch alle damals weggeballert. Ja. Ist die Insel jetzt wirklich so klein, dass ich, habe ich denn alle Golems jetzt erledigt? Ich muss mal eben gucken, ob ich von dieser Insel eine Karte habe. Nö, Karte Adamos habe ich nicht. Jedenfalls nicht, wo explizit Adamos draufsteht. Ja, hier brauche ich nicht mehr Weizer. Sehr ulkig. Gaston, was willst du nochmal? Alles klar? Da? Du wärst besser nicht hierher gekommen. Warum? Okay. Ach, der zieht schon gleich wieder seine Waffe oder so. Kann ja sein. Er ist auch cool hier. Alles klar? Das werde ich dir gerade unter die Nase binden. Ich traue dir nicht. Mach, dass du wegkommst. Ja, okay. Gucken, ob er sich wieder so lässig... Also das finde ich gut. Lässig hier gegen das Gatterl gelehnt. Ja, ich gehe erstmal handeln hier mit Melvin. Vielleicht kann er mir ein bisschen meinen Ramsch abnehmen. Gucken wir erstmal, was er überhaupt hier so für Zeug hat. Oh, Apfelkompott. Ah, okay. Ich werde mal weiter gucken und handeln. So, ich habe von ihm sogar Lebensmittel gekauft. Aber leider keine Tomaten mehr gefunden. Später für Sandrock. Gucken wir doch noch mal weiter hier ins Häusle. Glaube nicht, dass ich, ja, Herd brauchen wir nicht. Gibt sogar einen Alchemietisch. Hier es gibt wieder das Holzfäller-Äxtchen. So, Alex. Hast du noch was? Oh, kannst du mir sagen, warum Baromir verbannt wurde? Na, warum wohl? Weil er diesem Tyrann Roche die Meinung gesagt hat, deshalb. Daraufhin hat Roche verkündet, dass jeder Bewohner nur so viel Waffen und Pfeile haben darf, wie viel er ihm erlaubt. Da aber Baromir unser Jäger ist und deshalb sehr viele Pfeile benötigt, hat er sehr schnell dieses Gebot überschritten. Das war dann für Roche der Grund, Baromir zum Dorf zu jagen. Okay, okay. Aber wenn du mich fragst, Roche wollte... Ja, nicht das ganz weiß ich. Wen? Mich. Wie? Ja, mich. Und du machst Witze. Von wie? Lieber nicht. Okay, das wissen wir schon, seitdem wir denn da waren. Also jedenfalls war ich mir der Meinung. Darf ich dich was fragen? Nein, kein... Okay. Also ich glaube, hier hat sich an den Gesprächsoptionen nicht viel geändert. Aber ihr habt ja die Möglichkeit, im Kommentar zu sagen, nee, du hast du was übersprungen. Na, wieso bleibe ich denn hier hängen? Ach ja, gibt's ja immer so lustige Hängenbleiber. So. Den gibt's hier, nur Bettle. Hier, guck mal, noch ein Brot. Kann man gut gebrauchen, so ein Brot hier. Da, Dorfvorsteher. Habe ich jetzt alles? Nein. Adele? Hallo nur? Hallo. Gibt es Neuigkeiten? Das kann man wohl sagen. Seltsame Golems haben unsere Insel überfallen. Aber wegen dieser Sache sprichst du lieber mit meinem Mann oder Roche. In Ordnung. Hast du mir sonst noch was zu sagen? Ja, so sehr ich die Korsaren auch gefürchtet habe, fand ich es nicht in Ordnung, dass man sie umgebracht hat. Genau, Adele. Mir wäre es lieber gewesen, wenn man sie von der Insel vertrieben hätte. Man weiß nie, ob nicht diese Tat irgendwann mal an uns gerecht wird. Hanoi, Adele, du hast total recht irgendwie.
Ja, mit meinem Mann sprechen oder mit Roche. Das wäre also jetzt die Möglichkeit nochmal hier. Oh, hier ist doch was. Gebratenes Fleisch nochmal in dieser Hütte zu gucken, ob es nicht noch irgendwas geben tut. Ich glaube, die Truhe ist auch schon alle. Ja. Ja, logisch. Okay. Muss man immer alles wissen. Man weiß ja nie, dass hier alles neu gemodelliert wird, gesetzt wird. So, und dann gucken wir nochmal auf Roche. Feder zum Schreiben. Martha. Ach, mal gucken. Hier mal ein paar Frauen ansprechen hier. Ich bin ja sonst immer so schüchtern. Ich hab da mal eine Frage. Tut mir leid, Kleiner. Ich bin... Okay, das können wir noch. So, Vanya. Hallo. Was willst du, Fremder? Wenn okay. es dir noch niemand gesagt haben sollte, dann sage ich es dir jetzt. Wir sind... Aber okay. Ich wollte doch keine Almosen. Auch gut. Dann ja, kennen wir schon. Ganz alten Zeit. Roshi. Oh, Mist. Das habe ich ihn ja schon gefragt. Oh. Bauankleidung, Ring der Geschwindigkeit 3. Traders Brief an Roche. Hä? Und hier ist ein Helm, glaube ich, ne? Sieht aus wie ein Helm. Nee, das ist der Pfosten vom Bett. Traders Brief an Roche. Gucken wir doch mal. So, gleich mal positioniert. Bei Roche auf der Insel Adamus muss es ein Buch über Schutzzauber geben, welches wir für dich, wir für die Hebung eines des Schatzes gut gebrauchen können. Schließlich ist Nordmar eine gefährliche Gegend. Melde dich bei mir, wenn du das Buch in deinem Besitz hast. Duke und Prince haben sich schon auf den Weg gemacht. Trader oder Trader. Aha. Gehört das jetzt zu einer Quest oder... Ich weiß es nicht. Gibt es noch was Neues? Nein. Habe ich denn noch nicht alle Golems zerstört? Wer bist du denn? Du bist der Wagner. Ich wollte... Doppelpunkt. Ich wollte... Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Er wollte nur seine Ruhe. Ja, wenn hier alles nichts mehr gibt, mal gucken, gibt es hier irgendwie noch so eine Ecke, auf der ich hochkommen tun könnte. Irgendwo hier noch was. Ja, hier war doch noch was, irgend so ein Aufstieg, richtig. So, dann werden wir natürlich sehen, dass wir hier wieder ein bisschen Gezücht haben. Genau. Oh, schöne Reichweite habe ich hier. Suppe. Weg damit. Hier ein bisschen. Ja, ist jetzt gut. Stark Rieserott. Machen wir halt nur rohes Fleisch. So, sonst irgendwie noch was in der Nähe hier. Da ist Bantor. Können wir auch nochmal Bad abfahren. So, hier gibt es wahrscheinlich Unkraut. Das werde ich natürlich nicht looten. Oh, Feldrüben looten. Das können wir doch machen. Gibt es eigentlich eine Feldrübensuppe, liebe Freunde? Habe ich nicht gefunden. So, Feldrüben sind immer lecker. Übrigens ein altes Wurzelgemüse hat man früher sehr gerne zum Kochen verwendet. In heutigen modernen Küche nicht mehr so. Nein, Pablo wollte ich nicht abknallen. Hey du! Pablo... Na, wie geht's? Na? Lass mich in Ruhe. Ja, okay. Da sind angenervte Bantor. Alles klar. Alles klar? Ja, jetzt wo Pablo wieder mit... Yep. Läuft die Arbeit wieder besser. Gut. Die Korsaren sind erledigt. Unsere Insel ist endlich wieder sicher. Yep. Ja, die Korsaren sind erledigt. Unsere Insel ist endlich wieder sicher. Gut. Die Korsaren sind erledigt. Unsere Insel ist endlich wieder sicher. Mein Gott, leg doch mal eine alte Platte auf. Eine andere Platte, meine ich. Okay, Salvador hat nichts zu sagen. Ist eigentlich noch was hier? In der Ecke zu finden. Salentin? Hallo? Hallo! Lass mich in Ruhe. Ja, okay.
Der ist auch ein bisschen sauer. Ja, mal eben hochgerollt hier. Ja, und dann gehen wir hier wieder rüber. Ich würde mal sagen, fetzen wir mal zum Hayopayokayo. Hayopayokayo. Richtig. Um zu überprüfen, ob ich wirklich alle unbezwingbaren Golems erledigt habe. Costa. So, aber vorher speichere ich sicherheitshalber nochmal ab. So, hoffentlich. Die Golems von Adarmos existieren nicht mehr. Die Golems von Adarmos existieren nicht mehr. Sehr gut. Du hast unsere Insel vor großen Schaden bewahrt. Das werden wir dir nie vergessen. Hier, nimm diese Tränke. Du wirst sie sicher gut gebrauchen können. Aber auf jeden. Auf jeden, liebe Leute. So, mächtige Golems, aber noch nicht erledigt. Ich habe Kaio mitgeteilt, dass die Golems vernichtet sind und von ihm einige Tränke als Belohnung erhalten. Ich sollte nun auch dem Dorfvorsteher mitteilen, dass die Gefahr vorüber ist. Dorfvorsteher, da werde ich mal eben off eben mich hinspulen. Oder auch nicht, weil hier nämlich noch Golems sind. Quatsch. Gobbos, ich war hier noch gar nicht. Futsch. So. Mal eben hier so kurz nochmal looten. Das Ganze. Wunderbar. Okay, aber jetzt. Die Ecke hatte ich nicht gehabt. Ach ja, hier bin ich hängen geblieben. Okay, bis zum Vorsteher dann. So, da sind wir. Aber damit ich es halt eben fürs nächste Mal nicht wiederholen muss, werde ich mir meine Tränke, die ich bekommen habe, wie zum Beispiel Elixier der Geschicklichkeit, des Geistes und der Stärke, zu mir nehmen. Die Golems wurden besiegt. Danke. Danke für diese wunderbare Nachricht. Mach's gut. Gute Reise und viel Glück. Danke, Herr Dorfvorsteher. Und danke fürs Zusehen. Ciao.